Engel. Hiobs Botschaft. Fegefeuer. Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 1. Meinst du, der Allmächtige habe Vorteil davon, dass du gerecht bist? Was hilft's ihm, selbst wenn deine Wege ohne Tadel sind? Hiob, Kapitel 22, Vers 3. Es schien ein wenig, als halte die Welt den Atem an, als die Schar und ihr Gefangener die Dorfstraße entlang in Richtung des Marktplatzes von Kralov marschierten. Eines Städtchens, zwei Tagesreisen südwestlich von Kladno, wo sie Hiob übernommen hatten. Es lag ein Gewitter in der Luft. Den ganzen Tag über hatten die fünf Engel und ihr schweigsamer Schutzbefohlener es gespürt. Mehrere Versuche Baloriels und Rahels, mit dem merkwürdigen flügellosen Engel, der sich selbst Hiob nannte, ins Gespräch zu kommen, waren in der zurückliegenden beiden Tagen gescheitert. Der junge Mann, dessen Gesicht und Arme die Skriptura der Raguliten zierten, antwortete auf keine Ansprache. Maloriel hatte allerdings im abendlichen Gespräch die Vermutung geäußert, er murmle unablässig Gebete an den Herrn vor sich hin. Während alle anderen Scharmitglieder, selbst die sanfte Heilerin, sich so weit wie möglich von ihrem Gefangenen fernhielten, fand der Ramelit Hiob faszinierend. Nun aber wurde er abgelenkt von den Blicken hinter den Leinenvorhängen der Häuser, die ihnen folgten. Verschämt huschten die Anwohner der Hauptstraße Kralovs in die Deckung ihrer Wohnstuben zurück, wenn einer der Engel ihre neugierigen Blicke allzu unverwandt erwiderte. »Ist ja auch kein Wunder«, dachte Ariel. Die Michaelitin, die ihrer Schar stolz voranschritt. »Wir sehen bestimmt seltsam aus für die Leute. Vier Engel zu Fuß, die einen fünften eskortierten. Und dieser fünfte ist der merkwürdigste von allen, weil er keine Flügel hat. Nur einer von uns, der sechste, tut das, wozu der Herr uns eigentlich geschaffen hat. Er schwebt am Himmel und passt auf.« Ihr Blick wanderte empor zu Daniel, ihrem Ureliten, einem smaragdgrünen Fleck mit gigantischen weißen Schwingen, der sich scharf vor dem rasch verdunkelnden Himmel Iremilands abzeichnete. Aber auch nur, setzte sie resigniert in Gedanken hinzu, weil er seit Tagen nur noch widerwillig meinem Befehl folgt und tut, was ihm gerade einfällt. Ihre Grübeleien wurden unterbrochen, als aus der einfachen Fachwerkskirche ein junger, lang aufgeschossener Mann mit zerwühltem, strohblondem Haar in Priesterkutte herausgeeilt kam und der Schar auf dem Marktplatz entgegentrat. »Ich bin Pater Grigori, Engel«, sagte er mit halb gesenktem Kopf, allerdings nicht ohne neugierige Blicke auf die Michaelitin zu werfen, die trotz seiner fast unterwürfig gebückten Haltung noch nicht einmal auf Augenhöhe mit ihm war. »Womit kann ich euch dienen?« Dann fiel sein Blick auf Hiob und sein Mund blieb offen stehen. Ist das? Mach dir darüber keine Gedanken. Guter Mann, fiel ihm Ariel ins Wort. Wir suchen eine Zuflucht für die Nacht, in der wir sicher vor dem nahenden Unwetter sind. Kannst du uns weiterhelfen? Noch immer hatte Grigori nur Augen auf für Hiob. Er war sich nicht zu schade. Halb um diesen herumzugehen und so etwas wie einen prüfenden Blick auf seinen Rücken zu werfen. Was er sah, oder präziser nicht sah, nämlich das zu erwartende majestätische Flügelpaar, stürzte den ländlichen Kleriker vollends in Verwirrung. »Ihr könnt mein Haus haben«, haspelte Grigori fast übereifrig. »Ich werde so lange bei der Dorfgemeinschaft Unterschlupf suchen.« »Das wird nicht nötig sein. Macht dir nicht zu viele Umstände, Pater. Habt ihr hier im Dorf eine Scheune, in der wir nächtigen können? Mehr brauchen wir gar nicht.« Maloriel unterdrückte ein Lächeln. Niemand außer Ariel hätte diese Sätze mit vollkommener Demutsmiene ungerührt sagen können. Ohne im geringsten durchblicken zu lassen, dass nicht Bescheidenheit sie trieb, sondern dass ein kleines Wohnhaus den Engeln mit ihren großen Flügeln bei weitem nicht die Bequemlichkeit geboten hätte, wie eine geräumige Scheune mit warmem Heu. »Aber gewiss doch, dort drüben an der Südseite des Platzes steht die Gemeinschaftsscheune«, sagte der Pater.
Dort drinnen ist reichlich Heu und dort werdet ihr ruhen können, Engel. Der Herr mit euch. Und mit dir, Pater Grigori, sagte Ariel, und die Schar schritt an den Geistlichen vorbei zu der Scheune. Ariel trug ihre gewohnt stoische Miene zur Schau, und auch Adoniel, der Gabrielit der Schar, sah stur geradeaus, während Rahel etwas unbehaglich wirkte. Auf der gesamten Strecke ließen Grigori und die Dörfler hinter den Fenstern Hiob nicht aus den Augen. Als Daniel schließlich landete und das Scheunentor öffnete, an dem die Schar mittlerweile angelangt war, drehte sich der flügellose Ragolit zu Grigori um und starrte zurück, bis der Dorfpriester überhastet in seine Kirche zurückeilte. Etwa eine halbe Stunde später setzte ein heftiger Regen ein, und die Engel waren froh, dass der Priester ihnen diese vergleichsweise bequemen Platz zum Übernachten angeboten hatte. Trotz der Tatsache, dass es Ende November war, verströmte das Heu einen angenehmen Geruch. Hiob, der sich ein Stück abseits der Schar ins Heu geworfen hatte und mit im Nacken verschränkten Armen hinauf zur hölzernen Trockenboden starrte, fühlte sich stark an Valenkas, Irene und die friedvolle, schöne ländliche Welt erinnert, die er dort trotz seiner schweren Verletzungen hatte erleben dürfen, ehe es dem Herrn gefallen hatte, sein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen und ihn in vollkommene Verwirrung zu stürzen. Du vermisst sie sehr, nicht wahr? Die Frage des silberhaarigen Rameliten, der sich lautlos genähert hatte und nun neben ihm im Heu kniete, riss Hiob aus seinen Träumereien. Als Maloriel Hiobs zunächst verständnisloses Gesicht sah, setzte er sich hinzu. Die Frau aus der Gaststube. Irene. Du kennst ihren Namen? Fragte Hiob erstaunt. Sie hat geholfen, mich gesund zu pflegen, als es mir schlecht ging, sagte Maloriel einfach. Ich schulde ihr Dank. Und woher kennst du sie? Hiob unterdrückte den plötzlichen Stich in seiner Brust, als vor seinem geistigen Auge das Bild Irenes auftauchte, die am Krankenlager dieses schlachsigen Wissensbewahrers saß und ihn möglicherweise mit derselben Hingabe pflegte wie einst ihn. Wie um diese Vorstellung abzuschütteln, setzte er sich auf und ließ die Arme locker auf den Oberschenkeln liegen. Aus einer anderen Zeit, entgegnete er abweisend. Sie ist ein Teil dieser Zeit. Aber das ist jetzt nicht mehr wichtig. Jetzt zählt nur noch ihr, diese Reise und dieses Tribunal, was ihr, naja, vor was ihr mich schleppen wollt. Sei vorsichtig mit dem, was du sagst, riet Maloriel und schätzte die Ehre nicht gering, eine Audienz vor dem Konsistorium zu erhalten. Warst du denn schon einmal in Roma Aeterna? Schob er versöhnlich nach. Erkannte aber sogleich, wie töricht die Frage gewesen war. Schließlich war Hiob, oder Kaliel, wie er wohl offiziell hieß, einmal ein vollwertiger Engel gewesen und alle Engel empfingen ihre Weihe durch den Pontifex Maximus in der ewigen Stadt. »Nicht mehr seit meiner Weihe«, murmelte sein Gegenüber. »Ich auch nicht«, stimmte Maloriel zu. »Stell dir nur vor, was wir alles sehen werden, was...« Hiob warf ihn von schräg unten einen merkwürdigen Blick zu und sagte nur knapp, »Geh schlafen, Ramelit. Wir haben morgen sicher wieder einen weiten Weg vor uns.« Mit diesen Worten rollte er sich auf die Seite, so dass er Maloriel den Rücken zuwandte, und zog mit einer fahrigen Bewegung eine alte, graubraune Pferdedecke über sich, die er im Stall gefunden hatte. Maloriel erhob sich, starrte ihren Gefangenen noch einen Moment verblüfft an und zog sich dann kopfschüttelnd in eine andere Ecke zurück. 20 Tage später fanden Ariels Schar und ihr Gefangener Zuflucht in einer Gästekeller des Ramelitenklosters der Stadt Regensburg. Sie alle waren des Laufens mehr als überdrüssig. Die Füße taten ihnen weh und Daniel gab immer häufiger seiner Verärgerung darüber Ausdruck, dass sie Hiobs wegen zu Fuß gehen mussten und nicht fliegen konnten, wie es sich für Engel des Herrn geziemte. Die Stimmung der sechsköpfigen Reisegruppe war auf dem Tiefpunkt angelangt, und nach einem kargen Abendmahl zogen sich die Engel schon bald in verschiedene Winkel des Saales zurück, um die dringend benötigte Ruhe zu finden. Hände,
Kräftige, behaarte Hände. 4 Hände an Oberarmen. An seinen Oberarmen. Viel schmaler, blasser, leichter. Überströmt von den dünnen Rinnensalen von Blut. Das halb geronnene, das frische Signum bedeckte. Unfähig zu gehen, halb dahinstolpernd, halb mitgeschleift, zwischen den beiden Monarchen in den unvertrauten Gewandungen, einem dritten entgegen, einem alten Mann mit Raubvogelgesicht. Zweites Dormitorium, links. Ja, hier durch die Tür. Jener Dritte ist der Einzige, der spricht und etwas in einem großen Buch abhakt. Dann der Kampf gegen den Feuerkäfer. Der Flugunterricht über Trondheim. Er, Hiob, Kaliel, ein Ragolith auf weißen Schwingen. Flieg, Kaliel, flieg! Die Rufe seines Fluglehrers zu Trondheim. Spring, Calvin, spring! Die Stimme seiner Mutter. Schweißgebadet fuhr Hiob aus dem Schlaf hoch. Seit sie vor ein paar Tagen die Donau überquert hatten, hatte sich etwas verändert. Hiob durchlitt nun jede Nacht heftigste Albträume und ein ums andere Mal fuhr er aus ihnen hoch, orientierungslos und mit rasendem Herzen. Immer wieder hatte er an sich halten müssen, um nicht mit einem Angstschrei seine Bewahrer aus der Nachtruhe zu reißen. Jene 5 Engel, die er mittlerweile mehr als Reisegefährten empfand, denn sie hatten ihm den ganzen Weg über kein Haar gekrümmt. Doch diesmal war es geschehen. Als seine Augen sich an die Dunkelheit des Festsaals gewöhnt hatten, sah er Morloriel dicht neben seiner Schlafstatt kauern. Ariel und Rahel fuhren gerade von dem Sims hoch, auf dem sie hockten. Adoniel stand mit vor der Brust verschränkten Armen Wache an einer Luke nach draußen und blickte mit undurchdringlicher, aber nicht eben freundlicher Miene zu hier hierüber. Lediglich der schweigsame Orelit war nirgends zu sehen. »Du hast geträumt, Hiob. Inzwischen schreist und redest du fast jede Nacht im Schlaf.« Die scharfen Augen des Rameliten ruhten forschend auf Hiob und schienen jeden Schweißtropfen auf dessen hellem Leib zählen zu wollen. Hiob fühlte sich ein wenig wie ein Insekt unter dem Vergrößerungsglas eines übereifrigen Naturkundlers. »Ich möchte nicht darüber sprechen. Früher oder später wirst du das aber müssen«, bemerkte der silberhaarige Ramelit. »Und ich fürchte, spätestens die Inquisitoren in Eterna werden Mittel und Wege finden, dich nachhaltig an deine Demut zu erinnern.« Innerlich aber verfluchte Morloriel sich, weil er nicht die Fragen stellte, die ihm auf der Zunge brannten. Hiob hatte unverkennbar dieselbe Art von Träumen wie er selbst, schien aber nach den wenigen Andeutungen zu urteilen, die er auf ihrem bisherigen gemeinsamen Weg darüber gemacht hatte, viel besser zu verstehen, worum es dabei ging. Er aber musste seine Angst zuzugeben, dass sie Leidensgenossen waren, hinter einer schroffen, abweisenden Fassade verbergen. Hier saß er und spielte den fanatischen, unerschütterlichen Angeliten, wo er sich doch in Wirklichkeit in letzter Zeit immer mehr fühlte wie ein zitterndes Kind, das nicht mehr ein- noch ausweiß. »Ich bin müde. Ich bedauere, euch geweckt zu haben, aber jetzt möchte ich schlafen.« Ruckartig drehte sich Hiob von Morloriel weg. Mit 2 raschen Schritten war Adonia heran, und seine Körpersprache ließ keinen Zweifel daran, dass er bereit war, den Gefangenen weniger sanft anzupacken als Morloriel, sobald Ariel auch nur im geringsten erkennen ließe, auf Antworten nicht verzichten zu wollen. »Lasst ihn. Er hat recht. Wir müssen schlafen.« Eine knappe, herrische Geste ihrer Rechten begleitete Ariels gedankliche Botschaft. »Dann eben ein andermal, Ragulit«, murmelte Morloriel so leise, dass nur Hiob ihn zu hören vermochte. »Dieses Gespräch ist nicht zu Ende.« Dann kam er Ariels Weisung nach und hockte sich auf eine der hölzernen Bänke, die ohne Ordnung im Raum verteilt standen. Zeitig am nächsten Morgen erhob sich die Schar, um die Weiterreise anzutreten. Der Regen hatte aufgehört und hier und da blitzte sogar ein verwirrter Sonnenstrahl, rosafarben durch die an vielen Stellen aufgerissene Wolkendecke. Wie der Morgenwind die regenschweren Wolken des vergangenen Abends vertrieb und damit den Auftakt zu etwas gebildet hatte, das ein angenehmer Herbsttag zu werden versprach, so schien er auch die Gewichtung innerhalb der ungleichen Reisegruppe vertauscht zu haben, die aus Regensburg aufbrach. Der am Vorabend noch so neugierige Morloriel vermied es hartnäckig, Hiob anzusehen. Dieser seinerseits
betrachtete den Rameliten mit Blicken, die zu signalisieren schienen: Ich kann in deine Seele lesen, wie in einem offenen Buch. Während die fünf Engel und ihr flügelloser Bruder durch die ruhige, idyllische Landschaft Ramielslands südwärts in Richtung Monacum wanderten, dachte Maloriel über die verschiedenen Stadien seiner Erkenntnisreise im Traum nach. Noch einmal ging er in Gedanken diese nächtliche Reise seiner Seele durch, die ihn immer häufiger in gefährliche Nähe zu ketzerischen Ideen führte. Die nächsten Tage verliefen ohne Zwischenfälle, was Ariel, Rahel und Maloriel dankbar als Gottesgeschenk hinnahmen. Die Michaelitin und die Raphaelitin hatten von kämpferischen Auseinandersetzungen mehr als genug gesehen und fanden in dem stetigen Rhythmus ihres Marsches, dem regelmäßigen Setzen eines Fußes vor den anderen, ohne mit größeren Problemen konfrontiert zu werden, zu einem etwas Abstand zum anderen fast so etwas wie einen meditativen Pulsschlag. Er erlaubte ihnen, sich von Gleichmaß des Marsches einlullen zu lassen und einfach eine Weile an nichts zu denken. Maloriel hingegen war der Marsch eine willkommene Gelegenheit, seine Gedanken schweifen zu lassen und eine Bestandsaufnahme der ungeordneten Traumfetzen zu machen, die nun auch tagsüber ungebeten, aber allgegenwärtig durch seinen Kopf spukten. Die ganze Zeit allerdings zogen nach dem einen schönen Tag, an dem sie Regensburg verlassen hatten, Sturmwolken vor ihnen her, schwer, bleigrau, regenschwanger und dräuend, als wollten sie irgendjemandem, der weit im Westen auf Kunde von Hiobs Verbleib harrte, das Kommen der Schar ankündigen. Daniel und Adoniel verhielten sich ganz anders als der Rest der Schar. Ersterer kreiste unablässig weit droben am Himmel. Seine Laune verschlechterte sich zusehends. Er wurde verdrießlich und noch einsilbiger als sonst. Jeder Tag, den sie im Schneckentempo des Fußmarsches zubrachten, ärgerte ihn. Und er ließ es die anderen, vor allem aber Hiob, spüren, ohne ein Wort zu sagen. Wann immer Ariel es ihm nicht ausdrücklich untersagte, stieg er auf, kehrte sein angestammten Element zurück und hielt sich von deinen Schargeschwistern fern. Der Gabrielit schließlich fand die Reise öde, langweilig und fühlte sich unterfordert, woraus er auch keinen Hehl machte. Außerdem rechnete er ununterbrochen damit, aus dem Hinterhalt von irgendwelchen scheußlichen Traumsaatkreaturen angegriffen zu werden. Ein ums andere Mal beteuerte er, dass es einfach zu ruhig hier ist. Das kann nicht gut gehen. Ich traue dem Frieden nicht. Und als sie auf der Höhe von Monacum in einer Raststation lagerten und dort einem Trupp Gabriels Templern begegneten, die die Engel ehrerbietig grüßten und Hiob die obligatorischen neugierigen Blicke zuwarfen, brach es schließlich aus ihm heraus. »Hast du das gesehen, Hiob? Ihr Anführer war im Gesicht tätowiert. Diese Menschen hoffen, eines Tages so wiedergeboren zu werden wie wir.« Und vor lauter Eifer versuchen sie uns schon zu Lebenszeiten so ähnlich zu werden. Sie haben Linien im Gesicht und sie haben keine Flügel. Gewiss haben viele von ihnen schon mehr Gutes im Namen des Herrn getan als du. Und du wagst es im Angesicht dieser tapferen Männer immer noch, dich einen Engel zu schimpfen. Worin unterscheidest du dich denn von ihnen? Die gesamte Schar hielt den Atem an. Alle rechneten halb damit, dass der flügelnde Saragulit sich auf Adoniel stürzen würde. Und zumindest Daniel, dessen Abneigung gegen Hiob mit jedem Tag tiefer wurde, wäre das zu Pass gekommen. Es hätte eine willkommene Rechtfertigung geboten, diesen flügellose Missgeburt einer Abtreibung zu verpassen. Doch Hiob wandte sich nur langsam zu Adoniel um und sagte mit leisem Lächeln: Du hast recht, Adoniel. Wir unterscheiden uns weniger von ihnen, als man uns immer glauben machen möchte. Viel weniger. Und wenn du das erkannt hast, bist du auf dem richtigen Weg. Dann erhob er sich und zog sich in das Zimmer zurück, das ihm der Wirt der Raststation zur Verfügung gestellt hatte. Sicher, die Schar würde abwechselnd Wache stehen,
aber er würde in einem bequemen Bett mit sauberen Decken schlafen. Hiobs letzter Gedanke in dieser Nacht war, dass er einst war wie diese Engel und auf Schlafsimsen meditiert hatte. Dann kam der Schlaf und mit ihm die Träume. Der nächste Tag, der 3. Dekembrii, war der Tag des Sendungsfestes, an dem die angelitische Kirche traditionell jenes Tages gedachte, an dem Gott der Herr im Jahre 2206 die Engel auf die Erde entsandt hatte. Als die Schar sich nach der Morgenandacht, während derer Maloriel und Ariel einige Worte zu diesem Anlass gesprochen hatten, zur Weiterreise fertig machte, trat der Armatura des kleinen Templertrupps, den sie schon am Vorabend in der Schankstube gesehen hatten, zu Ariel. »Verzeiht, Engel«, sagte er höflich, ohne den neugierigen Beiklang ganz aus seiner Stimme verbannen zu können. »Aber wir haben uns gefragt.« »Ja«, fragte Ariel und sah von ihrer Umhängetasche, die sie gerade zuknotete, zu dem Gerüsteten auf. Ihre knappe Erwiderung hatte etwas schärfer geklungen, als sie beabsichtigt hatte. »Der Mann in eurer Begleitung«, fuhr der Offizier unbeirrt fort und deutete mit dem Finger auf Hiob. »Er sieht aus wie ein Engel, doch es ist offensichtlich, dass er keine Flügel hat. Und da dachten wir, dieser dort heißt Hiob«, beschied Ariel den Amaratura kühl. »Und er ist kein Mann, sondern ein Engel des Herrn, der im Kampf gegen die Traumsaat schwere Verletzungen davongetragen hat und seine Schwingen eingebüßt hat.« »Also sage deinen Leuten, sie sollen aufhören, ihn so anzustarren. Und erzähl mir ja nicht, sie täten das aus Mitleid.« Damit wollte sie ihn stehen lassen und ihre Unbehaglichkeit dadurch kaschieren, dass sie hoch erhobenen Hauptes an dem Templerkommandanten vorbei zu ihrer Schar schritt. Doch als die Michaelitin bereits 3 Schritte von ihm entfernt war, hörte sie den Armatura halblaut sagen. »Dann ist es also wahr.« »Was ist wahr?« Ariel fuhr zu dem Armatura herum. »Man erzählt sich«, druckste dieser, »ein Engel ohne Flügel habe zusammen mit einem abtrünnigen Rottmeister im Himmel der Rameliten grundlos mehrere Monarchen getötet und sei anschließend aus Prag geflohen. Aber man habe ihn dingfest machen können, noch ehe er untertauchen konnte. Und nun werde er von einer Engelsschar nach Roma Aeterna verbracht, wo ihm der Prozess gemacht werden soll. Das seid ihr, und er ist euer Gefangener, nicht wahr?« Ariel blieb äußerlich ruhig. »So ist es. Und nun lasst uns vorbei.« Sie sah keinen Grund, den Mann auseinanderzusetzen, in wie vielen Punkten er falsch lag. Als die Schar Hiob in die Mitte nahm und sich zwischen den wenigen anderen Frühaufstehern, die in der Schankstube bereits ein einfaches Morgenmahl zu sich nahmen, hindurch einen Weg zur Tür bahnte, was in der Enge des Gastraums aufgrund der Schwingen gar nicht so einfach war, schienen mehrere der Gabrielitz-Templer fast bereit, sich zu vergessen. Drohend traten sie vor, die Fäuste geballt oder gar das Heft ihrer Schwerter gelegt. Doch der Armatura bedeutete ihnen mit einer knappen Handbewegung, ruhig zu bleiben. Hiob, der direkt hinter Ariel ging, ließ seinen Blick von ihr zu den Templern und zurückwandern. Doch er konnte den Gedanken nicht fassen, der sich irgendwo in seinem Kopf manifestieren wollte. Unter eisigem Schweigen verließ die Schar mit Hiob die Wegstation und ihre Reise nach Aeterna fortzusetzen.